Willkommen zu The Cast in Wuthering Stone. Ja, wir werden hier alleine sterben und fangen natürlich ein neues Spiel an. Ich habe alles hochgedreht, ich hoffe es ruckelt hier dann nichts. Das werden wir sehen. Schwierigkeit, Beobachter, Überlebende oder ein Opfer. In der Regel bin ich hier immer das Opfer. Aber ich werde Qualen leiden, aber vielleicht überleben. Jede Entscheidung und jede Handlung hat Konsequenzen. Manche retten Leben, andere führen zum Tod. Auf der Suche danach habe ich alles geopfert. Eine Welt in einer Geschichte vor Jahrhunderten gehört. Eine zeitlose Macht mit grenzenlosem Wissen. Unstillbarem Hunger. Der Entitus. Sein Reich ist unserem so nahe, doch nie in Reichweite. Bis ich ihn fand. Frank Stone. Den Schlüssel. Den Killer. Ich bin Augustine Lieber. Ich werde unsere Welten für immer ändern. Ich nehme an, du bist hier der Nachtwächter. Das stimmt. Du allein? Für das ganze Gelände? Oh nein. Ich habe Hilfe. Wo ist die jetzt? Im Dienst? Gewissermaßen. Merlin läuft rum, wo er will. Merlin? Mein Hund. Dobermann Pinscher. Bester Freund, den man sich wünschen kann. Treu bis zum bitteren Ende. Dem vertraue ich mehr als mir selbst. Okay, hier muss man quasi wieder auswählen. Verbinde R, um dann die Entscheidung zu treffen. Ich muss dir ein paar Fragen stellen.
Du und der Hund seid der Wachdienst fürs Werk? Wir stellen dir mal ein paar Fragen. Ich muss dir ein paar Fragen stellen. Stets zu Diensten. Wie ist dein Name? Thomas Jefferson Holt. Nenn mich Tom. Officer Sam Green. Tom, ich will mit dir reden über... Weiß worüber. Den vermissten Jungen, stimmt's? Richtig. Meinst du, er könnte hier sein? Das ist ein großes Gelände. Das größte in ganz Hinterherz. Aber das spielt keine Rolle. Hier geht nämlich nichts Seltsames vor sich. Nicht solange Merlin und ich aufpassen. Skeptisch, das ist ein ziemlich großes Gebiet. Neugierig, kann ich deine Daten sehen? Ich bin eher skeptisch. Bist du sicher? Das ist ein ziemlich großes Gebiet, nur für dich und den Hund. Ist ein großer Job, jawohl. Aber ist es nicht das Ausmaß der Arbeit, das einen Mann wachsam und einsatzbereit hält? Irgendwas Verdächtiges gemerkt? Hast du getrunken? Was getrunken, Tom? Nur einen Absacker. Einen Absacker nimmt man vorm Schlafen. Trinkst du regelmäßig? Nein, nicht regelmäßig. Ist meine Medizin. Nehme ich nur bei Bedarf ein. Wie häufig ist das? Bist du deshalb hier? Um den Veteranen wegen seiner Medikation zu löchern? Nein. Ich bin hier, weil ein Kind vermisst wird. Und mit jeder Minute verstreicht die Chance, ihn zu finden. Hier wirst du nicht finden. Ich würde spüren, wenn der Junge auch nur in der Nähe des Stahlwerks wäre. Beharrlich, ich würde mich gern umsehen. Streng. Was macht dich so sicher? Also ich würde mich umschauen. Wie auch immer, ich würde mich gern umsehen. Wenn du meine Arbeit machen willst, nur zu. Danke für deine Hilfe, Tom. Was denn, was er sich so aufregt? Wir suchen ein Kind. Okay, eine Waffe haben wir auch. Finde einen Weg ins Stahlwerk. Ja, schneller laufen können wir auch. Und diesmal können wir wirklich schneller laufen. Waffe ziehen oder so geht nicht. Blinde Spürsinn. Ein offenes Fenster. Da komme ich hinein. Wie oft kann ich den Blinderspürsinn einsetzen? Da gibt's was. Aber es scheint auf der anderen Seite zu sein. Oh, kann ich da durch? Durchzwingen? Sucht da noch jemand irgendwo? Warte mal. Schachfigur? 1 von 12? Aber interessanterweise steckt das sogar mal ein, ne? Und die anderen Spiele haben sie das mal liegen lassen.
Und das mit dem Blinderspürsinn ist neu, oder? Ach Mist, ich muss da so rum. Das vermisste Kind. Ich kann das aber nicht dauernd verwenden. Also nur, wenn die Kiste unten aufleuchtet. Dann schätze ich mal, dann ist was in der Nähe. Das macht es natürlich dann auch leichter, Objekte zu finden. Das verschiebt, dann komme ich in einen neuen Bereich und ich kann nicht mehr zurück. Alles klar, was ist das? Huch. Ja, ich war selber überrascht. Personalakte. Einstellungsdatum für der Februar. Nachname, bevorzugter Name. Soll es Stone Frank sein? Geburtsdatum 17.27, ja, ist aber schon jeder. Berufsbezeichnung Mechaniker. Adresse ist Singer Ho. Der Rucksack ist nix. Moment, habe ich das nicht noch untersuchen können? Achso, das war mit R, alles klar. Komischerweise konnte ich das mit dem Blinder nicht anzeigen jetzt hier. Da ist noch was. Freitag, der 13. Frühschicht, Frühschicht 6 Uhr bis 14 Uhr. Bobby Rivers, Harris Corey. Aha, okay, ja, Spätschicht, alles klar. Da steht noch was. Hab Dawkins und Stone aus der Nachtschicht gestrichen. Um die Lücke zu füllen, 3 halbbesetzte Schichten bringen nichts. Paar von uns müssen halt Doppelschichten übernehmen. Hab den Zimbel vorne gesagt, dass er erstmal keiner mehr nachts arbeitet. Wenn es mal so ist. Okay, also wir haben hier nichts mehr. Oh, das muss man auch noch machen. Das nennst du verschieben? Wenn ich umwerfen. Also da sind wir jetzt raus und es gibt jetzt keinen Weg mehr zurück. Ich verstehe die Logik in den Spielen immer nicht. Da kommen wir rein. Das ist voll krass. Die heißeste Flamme vom den härtesten Stahl. Hallo? Ist da wer? Polizei! Ich glaube, da geht's dann weiter. Dann schauen wir noch mal da rein erst. Versperrt. Okay, hat sie erledigt. Also ich habe mich dann null spoilern lassen in dem Spiel. Bin mal gespannt, was los passiert. Kann ich da unter dem Wagen? Nee. Mann. Bin schon ein bisschen zusammenzuckt.
nichts. Was ist das für rostige Türen sind? Wer ist da? Ist der Hund bestimmt, oder? Kannst du mir dann das vorstellen? Da geht's nach oben. Weißt du was? Ich schaue schon mal nach oben. Dann hat man von da oben auch ein bisschen Überblick. Da geht's nicht rein. Ja, das war's. Netter Gedanke. War wohl nichts. Oh, riecht grauenvoll. Zum Glück riechen wir es nicht. Okay, mal gucken, ob wir hier was finden. Nach 9 ist? Hey, Mister. Nenn mich Officer Green. Klar. Haben Sie zufällig Merlin gesehen? Nein, leider. Oh. Alles okay? Ja, ja, aber... Verdammt, riechst du das denn nicht? Der Riecher ist außer Betrieb. Ich hatte damals im Krieg ein wenig zu intensiven Kontakt mit einer Dose Senfgas. Manchmal ist es wirklich ein Segen. Ich muss rausfinden, wo das herkommt. Wie riecht es denn? Nichts Gutes. Oh. Merlin, da bist du ja. Wir haben uns schon gewundert. Komm zurück! Verflixt nochmal! Was frisst er da? Fänd's gut, wenn ihr zwei euch richtig kennenlernt. Gottverdammt. Da lag er auch noch rein. Was ist sein Ohr oder was? Hast du das für ihn hingelegt? Nein. Scheinbar hat jemand anders das Herz von deinem Hund erobert. Durch den Magen. Das kann nicht sein. Merlin und ich sind ein Team. Wer drängt sich zwischen einen Mann und seinen besten Freund? Was ist das? Irgendein Würstchen? Ein Ohr. Schau dir das mal an. Der verdammte Hund. Glaubst du, das gehört dem Jungen, den du suchst? Weiß nicht, dafür gibt es keine Beweise. Erschütternd, das ist für jemand anderen. Ja. Ich weiß es nicht. Ich mach mal abweisend. Dafür gibt's keinen Beweis. Und was für... Tu dir einen Gefallen und vergiss das wieder. Heute Nacht lagst du mit all deinen Vermutungen daneben. Was soll man wissen, ob das der Junge ist oder jemand anders? Der war dann den Eimer da dran. Vor allem wühlt er da mit den Fingern da drin rum. Eine Schachfigur. Und die wird er nicht nehmen?
Komisch. Was war das? Bleib hinter mir. Da ist nochmal so ein Boxer, aber da kann ich nichts machen. Also, was ist das? Das Gitter? Ja, wozu ist es da? Gehört zum Schmelzofen, glaube ich. Sicher bist du nicht? Ich arbeite beim, nicht im Stahlwerk. Finde etwas, um das Gitter aufzustimmen. Nimm doch den seinen Schädel. Ich denke, da drin ist was. Habe ich gesucht. Natürlich. Aber ich sehe schon, da kommt man drüber. Nein, ich dachte, ich eher das Zeug habe. Okay. Schön. Manche Gegenstände können mitgenommen werden und später verwendet werden. Jetzt kommt er her, ich hätte den Schlüssel gehabt oder so. Kommen wir da rein? Nee. Gegenstand verwenden. Zurück. Ja, wollte X drücken. Na gut. Nimm das. Ruf über das Funkgerät im Wagen das Revier. Wo willst du hin? Glaubst du echt, der Junge ist da unten? Keine Ahnung. Hab nur so ein Gefühl. Und das ist kein gutes Gefühl. Hey. Du musst das hier auch für mich nehmen. Sorg dafür, dass es zum Sheriff kommt. Oh. Oh, ich weiß nicht. Jetzt könnte ich einen kleinen Montermacher gebrauchen. Wenn der mit drin steckt, ne? Ich hätte es nicht hergeben. Frustrierend, das kann man echt gar nicht gebrauchen. Beruhigend, du sollst einen kühlen Kopf bewahren. Einen kühlen Kopf, bitte. Ich glaube, du brauchst jetzt einen kühlen Kopf. Was hat mir das jemals gebracht? Ich mein's ernst. Wir wissen nicht, was draußen ist. Ein Grund mehr für einen flüssigen Schild. Hey, falls was Schlimmes passiert, wird es passieren, ob du trinkst oder nicht. Entscheide dich, ob du dich dem stellst wie ein Mann oder wie ein Säufer. Na, da habe ich wohl kaum eine Wahl. Hey. Ich zähle auf dich, Tom Holt. Du hast Tom dein Vertrauen geschenkt. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Und ihr kennt ja das Klischee, ne? Der Schwarze stirbt zuerst.
Und wir kommen nicht mehr zurück. Der Big Mac war wohl zu viel. Ich schaue mich trotzdem mal nach hinten um. Da ist ja auch jede Menge. Nee, da ist nichts. Ein Holzpferd. Ah, da hat die Figur reingelegt in der Kiste, die wir gefunden haben. Mann, was für ein Irrgarten. Ja. Wenn es jetzt hier nicht mehr weitergeht, dann haben wir hier hinten alles durchsucht. Ja, sehr schön. Das heißt, 12 Figuren gibt's. Mist. Und die willst du nicht mehr mitnehmen, oder was? Du weißt, wenn die weg ist, dann müssen wir die zahlen. Da ist ein Wegmeister. Keine Ahnung, was das ist. Ich schau mal hier. Da geht's nirgendwo hin. Ich denke mal den Schild danach, ne? Aber trotzdem will ich vielleicht versuchen, noch ein bisschen was zu finden. Das muss er sein. Wehe. Was ist denn hier? Warum nimmst du das nicht mit? Beweismittel? Ansehen. Was ist das? Rüppchen. Das ist ein komisch, wie die Lager drin. Sich der Magen um. Ist das drüber? Liegt doch was. Was ist denn das? Hier unten wird alles immer nur noch seltsamer. Die Hinterwäldler. Dadurch? Verdammte enge Räume. Das war kein enger Raum, aber... Stimmt, geht's dann da lang, aber schauen wir mal. Da liegt auf jeden Fall was. Mein Gott. Ist nicht so, dass wir nichts finden, aber... Ich kann ehrlich gesagt nichts damit anfangen. Oh shit! Scheiße! Ich habe jetzt nicht gewusst wie oder was? Da war einfach A drückt.
Das war nicht gut. Ja, Licht haben wir jetzt auch noch, ne? Oh, ja, der hat den noch Spitzen gekriegt. Da geht's weiter, okay. Da war doch gerade jemand. Rampe oder Leiter? Ich bin einmal für die Rampe. Was ist falsch? Oh, Freund. Stopp! Verwende R, um zu zielen, drücke A. Kann ich den in die Fresse schießen oder so? Ach du Scheiße, Alter. Sagst du auf das schwarze Stück zuerst? Leck mich. Schicksal geändert. Okay, raff dich auf, Junge. Gib alles. Nein, so spielt ruhig Spiel. Ende, das war Frank Stone, oder? Sag ich doch, du hast Frank Stone erschossen und das Kind gerettet und das Spiel beendet. Ich dachte eigentlich gesagt, der killt uns. Der schön aufgespießt.
Vielleicht hättest du das Haus mal mit Dach kaufen sollen? Ist das ein Traum? Mama. Mom? Da haben wir auf jeden Fall schon mal eine Decke. Aber es kann doch nicht wirklich sein hier. Hier ist alles falsch. Hey. Das haben wir doch schon angeschaut, ne? Ist dasselbe Raum wieder? Ist aber ziemlich verkratzt hier. Ich dachte jetzt, wenn ich zurückgehe, erwische es. Ich kann hier nicht schneller rennen. Jetzt nervt's. Aber das Bild wird immer zerkratzter. Ich frage mal so für einen Freund, wer ist die? Ich habe gerade so Ellen Wake Flashbangs. Überprüfen, dann wird es hier weitergehen. Aber ich glaube nicht, dass hier noch was rumliegt, oder? These hills in a long black veil.
She visits my grave while the night winds wail. Du schaffst das, Maddie. Bleib nur auf der richtigen Straßenseite. Also links. Hier ist ja links die richtige Seite. Eine Anhalterin? Komm, wir halten an. Also, was ist passiert? Hatte einen Platten. Eine Amerikanerin! Ja. Bin ich auch. Okay. Ja, also, könnte ich bei dir mitfahren? Ach so, ja, na klar. Du kannst mich bei Garrett Manor rauslassen. Ist nur ein paar Meilen von hier. Komisch, genau da muss ich nämlich auch hin. Dann ist es kein Umweg für dich. Schätze nicht. Schicksal, Kinder, du hast die Anhalterin mitgenommen. Dann haben wir beide das gleiche Ziel? So ein Zufall, was? Ja. Ich meine, ganz so verrückt ist das nicht. Immerhin verstehen wir uns schon ziemlich gut. Und diese Straße führt sonst nirgendwo hin. Also, sagtest du, du willst geschäftlich nach Garrett Manor, oder? Hab ich nicht. Oh. Also, wo kommst du her? Her? Na, wo lebst du? Paris. Da komme ich her. Im Moment. Davor kam ich aus Amsterdam, Dublin, Mailand, Los Angeles und Oregon. Vor langer Zeit. Echt cool. Hey, meine Mom ist aus Oregon. Naja, eine von beiden. Hab gehört, da soll's echt schön sein. Oder auch ein echtes Drecksloch. Aber ein echt schönes Drecksloch. Ich kann sowieso nichts dazu sagen, weil ich nie da war. Ich bin New Yorkerin. Durch und durch. Hab's auch nie weiter als zur 14. Straße geschafft, ehe ich aufs College ging. Hier in England? Ah, nein, in Berlin war das. Oh, ich heiße übrigens Maddie. Linda. Nett, dich kennenzulernen, Maddie. Ja, ebenso. Auch wenn ich erst dachte, du haust mich gleich um. Ah, tut mir leid. Neugierig, wie verdienst du dein Geld? Beklommen. Was weißt du über dieses Anwesen? Ah, komm. Es geht auch nur noch Zeit. Also, was weißt du über dieses Anwesen, zu dem wir beide ganz zufällig wollen? Was weißt du denn darüber? Hey, das ist nicht fair. Ich habe zuerst gefragt. Okay, nun, ich weiß überhaupt nichts. Und du vermutlich auch nicht. Ich sagte nicht, dass ich nichts weiß. Doch, hast du. War das so klar? Schon, ja. Ich weiß nur, dass ich zu einem Treffen mit Augustin Lieber eingeladen wurde. Und dass das irgendwie was ganz Besonderes sein soll. Und dass es in meinem Interesse wäre, die Einladung anzunehmen. Was? Meine Einladung lautete ziemlich genauso. Die komische Straße ist das hier, ey. Hey, sieh mal hier. Das ist das Ende des Regenbogens. In the House of Darkness.
Dieser Ort ist definitiv ein wenig zu... übertrieben? Ich wollte sagen, ein wenig zu sehr wie in einem Horrorfilm. Ganz genau. Also, klopfen wir oder... Ich weiß nicht. Oh, ich. Klingel. Scheint keiner da zu sein. Das ist auf jeden Fall die Zeit, zu der ich hier sein sollte. Ich auch. Hallo? Jemand zu Hause? Wir sollten das einfach an jeder Tür probieren. Ja, meinst du? Naja, man erwartet uns, oder? Das kann doch nicht. Gehen wir einfach rein? Warum fragst du mich das? Weil du erwachsen bist. Bist du auch, Maddie? Oh Gott. Dann gehen wir rein, schätze ich. Das Gefühl, ich bin hier so verrotzt. Warum sind die Lichter aus? Weiß nicht. Hallo? Sehen wir uns mal um. Ja, das... Hallo? Das können wir gern machen, aber dann in der nächsten Folge. Dann sage ich Dankeschön fürs Zuschauen. Bis zur nächsten Folge. Ciao.